Hallo und herzlich willkommen, liebe Fans der großen und kleinen Bahn, zur Weihnachtsausgabe von Modell und Bahn. Und das eine ganze Stunde lang. Und die Themen unserer Weihnachtssendung kommen verpackt mit diesem kleinen Zug zu Ihnen nach Hause auf die Bildschirme. Und da stoppt sie schon, die Bahn, mit unserem ersten Thema. Alle Jahre wieder, wenn es weihnachtet, hat die Modellbahn Hochkonjunktur. Nicht nur auf Dachböden, in Abstellräumen und Kellern, nein, viele Modellbahner treffen sich auch in der Gemeinschaft. Klar, in Modellbahnclubs macht es noch mehr Spaß, ist man doch unter Gleichgesinnten mit seinem Hobby Modellbahn. Einen ganz besonderen Club möchte ich heute vorstellen, den Modelleisenbahnclub Berlin e.V. 1932. Da macht mich der Name allein schon neugierig. Hinter diesem denkmalgeschützten Gemäuern in Berlin-Schöneweide hat er seinen Sitz, der Club. Der Vereinsraum, oder besser Saal, befindet sich im zweiten Stock des Gemeindegebäudes der evangelischen Kirchgemeinde Vierlstraße 16a. Hier haben drei Modellbahnanlagen der Spurweite N, TT und H0 in Modulbauweise ihr Zuhause, einschließlich einer clubeigenen Bibliothek. Das beeindruckt schon. Ich versuche also etwas über den MEKB e.V. 1932 in Erfahrung zu bringen. Mit Peter Jung, dem ersten Vorsitzenden des Clubs, komme ich ins Gespräch und schon sind wir mitten in der Vereinsgeschichte. Ja, der Club wurde 1932 durch engagierte, gut ausgebildete, technisch orientierte Leute gegründet, die damals das Modellbahnhobby ein bisschen in die weite Öffentlichkeit tragen wollten. Sie haben aus diesem Grund so eine kleine Broschüre rausgegeben, wo wir dann auch schon das erste Mal drin erwähnt werden und beschreiben hier drin die technischen Aspekte der Modelleisenbahn. Wie ist das eigentlich 1932 gewesen? Du hast dich ja sicherlich mit der Geschichte ein bisschen befasst von dem Club. Gab es denn da eigentlich schon so viel Modellbahnvielfalt wie heute oder war da früher ein bisschen mehr Handarbeit angesagt? Es gab die ersten industriell gefertigten Modellbahnen, die gab es zu der damaligen Zeit bereits. Aber unsere Gründungsmitglieder waren stark daran interessiert, auch selber Modelle zu bauen. Das heißt, sie haben Echtdampfmodelle gebaut, haben entsprechende Zuggarnituren zusammengebaut und natürlich auch Gleise und was man sich so alles vorstellen konnte. Die Anfänge sind in dicken Aktenordnern dokumentiert. Es ist der Schatz des Modellbahnvereins, versichert mir Peter Jung. Ich kann das nur bestätigen. Beim Blättern in den Unterlagen finden sich neben Zeitdokumenten auch eine Vielzahl von Fotodokumenten wieder. Es ist aus heutiger Sicht nur noch schwer vorstellbar, wie bescheiden die Anfänge waren. Das rollende Material wurde selbst entworfen, konstruiert und dann ging es an den Nachbau. Feinmechanikerarbeit vom Feinsten. Ein paar Modelle von den Anfängen sind erhalten geblieben. Neben Fahrzeugmodelle entstanden auch Gebäudemodelle, Bahnhöfe und Brücken aus Karton oder Pappe. Bereits im Frühjahr 1933 machte der MEC seine erste Ausstellung in Berlin, um der Öffentlichkeit die Arbeiten und das Können der zahlreichen Modellbahnbauer vorzustellen. Weitere Ausstellungen folgten mit der Deutschen Verkehrswacht e.V. Berlin im Haus der Technik in der Friedrichstraße oder zur Weihnachtszeit eine große Spur-Null-Anlage im berühmten Kaufhaus Wertheim am Potsdamer Platz. 1934 und 1936 wiederholten sich die publikumswirksame November-Ausstellung im Haus der Technik. Um diese Zeit erreichte der MEC auch den Höhepunkt seines Schaffens für den Modellbahnbereich. Fast 150 aktive Mitglieder aus Berlin und dessen nähere Umgebung waren im MEC tätig, was eine original erhaltene Mitgliederaufstellung belegt.
Ab 1940 begann der Verein, die Kriegseinschränkungen zu spüren, was letztendlich in der nachfolgenden Zeit zur vorübergehenden Einstellung der Clubarbeit führte. Ab 1946 fanden sich wieder alte Clubmitglieder und neu hinzugekommene Modellbahninteressierte, um die Tradition des ehemaligen MEC fortzuführen. Als die Alliierten 1949 wieder Vereinsgründungen zuließen, konnte der traditionsreiche Berliner Eisenbahnclub am 9. April 1949 offiziell wiedergegründet werden. Jedoch jetzt unter dem Namen Modelleisenbahnclub Berlin e.V. 1932. Mit der Errichtung der Berliner Mauer am 13. August 1961 verlor der MEKB viele seiner im Ostteil der Stadt wohnenden Mitglieder. Die damalige Anzahl konnte trotz eines stetigen Wachstums nie wieder erreicht werden. Die folgenden Jahre waren dem weiteren Ausbau der H0-Anlage gewidmet. In den 1960er Jahren kam eine weitere Anlage in Spur N hinzu. In den weiteren Folgejahren bauten die Modellbahnfreunde ihre Anlagen in Modulbauweise aus und 1989 wurde in Berlin gemeinsam mit dem Modellbahnclub Holzminden und den Eisenbahnfreunden Springe eine gemeinsame Ausstellung organisiert. Nach dem Mauerfall fand der alte Club wieder zusammen, getreu dem Willy Brandt-Zitat »Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört«, womit ich in der Gegenwart wieder hier im Club im Vereinssaal angekommen bin. Da stehen sie nun, die drei Anlagen in H0, TT und N. Ich kann die Kamera halten, wie ich will, irgendwie bekomme ich sie nie komplett aufs Bild. Sie sind einfach zu lang, die Modulanlagen. Ich werde mich also von groß nach klein durcharbeiten, also von H0 bis zu N. Klaus Obeck arbeitet an der H0-Anlage und ich nehme die Gelegenheit wahr, etwas über die Anlage zu erfahren. Als erstes interessiert mich das Anlagenthema. Das Anlagenthema ist hier eine gerade Strecke mit einem Durchgangsbahnhof in der Epoche 3 bis 4. Wir fahren natürlich auch andere private Züge, wenn also Clubkameraden selber Lokomotiven fahren wollen und so, dann bringen sie eben ihre Sachen mit. Aber das Thema ist angelehnt hier in den 60er Jahre, Mitte der 60er bis Ende der 60er Jahre, Bundesbahnverhältnisse. Diese Anlage wird jetzt konzipiert als H0-Anlage im Modulverfahren. Wir werden damit also auf Ausstellung gehen. Gleichzeitig werden wir also diese Anlage weiter betreiben. Wir bauen zurzeit den Güterteil dort hinten. Da, wo ich stehe hier, da wird mal der BW-Teil werden. Alles ist abnehmbar und jederzeit also transportierbar, so damit wir jederzeit zu irgendwelcher Ausstellung fahren können. Klaus Obeck hat auch beruflich mit der Eisenbahn zu tun. Ja, berufsmäßig ist natürlich eine Beziehung, denn ich bin der Vereinsleiter bei der Deutschen Bahn AG. Selber bediene ich elektronisches Stellwerk. Zur Modellbahn bin ich dahin gekommen in den 60er Jahre. Mein Vater hatte mal eine Märklin-Eisenbahn und der hat sie dann immer zu Weihnachten aufgebaut. Und da war ich sehr interessiert dran, gar nicht mal so an die Fahrzeuge, sondern also an die Bauerei und die technische Sache dabei. Wer macht nun was an der Anlage und was ist seine Aufgabe? Meine Aufgabe ist die Koordinierung so ein bisschen, damit die Leute ungefähr eine Richtung finden, Fahren finden, wie wir also die Anlage gestalten tun. Selber mache ich den Rohbau, das heißt, wir bauen die Module mit dem Horst zusammen. Wir, Horst und ich, verlegen die Weichen und die Schienen dazu zu den einzelnen Modulen. Und ansonsten die Dekoration, Gestaltung, Licht, Technik übernehmen die anderen Clubkameraden. Wir haben uns das mal so ein bisschen aufgeteilt, ist aber auch hier ziemlich viel von selbst gekommen. Jeder hat seine Nische gefunden, die er also da gesucht und gesucht hat mit seinen speziellen Fähigkeiten. Die Anlage ist von analog auf digital umgerüstet worden. Ging das denn so ohne weiteres? Das ist eine schwierige Sache. Also der Umstieg von analog auf digital ist eine ganz schwierige Sache. Habe ich heute noch meine Probleme mit, das übernehmen auch unsere Clubkameraden. Da haben wir extra zwei, drei, die sich damit auskennen. Ich versuche mich da reinzutasten. Also die digitale Sache finde ich eine absolut tolle Sache, ist auch eine zukunftsweisende Sache, weil man hat also mehr Möglichkeiten im Digitalbereich, also eine Modelleisenbahn zu bewegen und zu betreiben, als wie im H0-Bereich. Bevor ich zur nächsten Anlage des Clubs weitergehe, habe ich noch diese Impression für Sie, liebe Modellbahnfreunde, eingefangen. Thank you.
Jetzt wende ich mich der TT-Anlage zu. Hier treffe ich wieder Peter Jung, den ersten Vorsitzenden des Vereins. Er startet gerade seinen Computer, um die Anlage für den Fahrbetrieb vorzubereiten. Mich interessiert, wie lange er schon an dieser Anlage arbeitet und welches Thema er gewählt hat. Also unsere TT-Anlage, die ist seit 2009 im Bau. Wir haben eine doppelgleisige Hauptstrecke, die wir digital steuern und auch digital fahren. Eine kleine Nebenbahn, welche als Endbahnhof dann ausgebildet ist, wo wir ein bisschen Pendelzugbetrieb machen können. Die Steuerung erfolgt über einen Computer. Das heißt, zu Ausstellungen können wir auch durchaus einen anspruchsvollen Fahrbetrieb zeigen. Also ein klassisches Thema Haupt- und Nebenbahn. Während hier und da an der Anlage weitergebaut wird, eine Modellbahn wird nie fertig, gibt es noch eine kleine Vorführung extra. Jetzt wende ich mich der größten Anlage mit der kleinen Spur N zu. Sie hat eine besondere Betriebsart. Hier wird analog und digital auf einer Anlage gefahren. Das geht natürlich nur mit einer Übergabestelle an der Anlage, die beide Betriebsarten trennt. Ich halte kurz René Schube, der sich am Innenleben einer N-Lok zu schaffen macht, von seiner Arbeit ab. Das sieht aber sehr elektronisch aus, was hier passiert. Ja, ich digitalisiere hier gerade eine Lok in N. Das heißt, das ist ein altes Analogfahrzeug und ich baue da einen Decoder ein und mache da eine zusätzliche Beleuchtung ran. Wie viele Modellbahner aus dem Club befassen sich denn mit dieser Anlage? Also bei Spur N sind wir ungefähr 20 Leute. Da beschäftigen sich viele auch mit Landschaftsbau, auch mit dem Modulbau. Das heißt, es sind auch Holzwürmer, also Zimmerleute und sowas dabei, die die Modulkästen bauen. Ansonsten kommt dann natürlich die Landschaft und die Gleise dazu. Dann beleuchten wir Häuser nachträglich und Fahrzeuge zusammenstellen und entsprechend umbauen, modernisieren. Wie funktioniert denn das nun, das Fahren mit analog und digitalen Modellen auf einer Anlage? Das ist nicht ganz so einfach. Also wir haben die Digitalanlage und die N-Anlage gleismäßig miteinander verbunden. Die moderne Digitalfahrzeuge, so wie die jetzt hier umgerüstet wurde, die können auch auf einer Analogstrecke fahren. Andersrum funktioniert es nicht. Und auf der Analoganlage hier sind wir jetzt dabei, das umzubauen, dass unter jedem Block, wo ein Fahrzeug fährt, das dann wahlweise umgeschaltet wird zwischen Digital- und Analogspannung. Ich schaue mir jetzt die N-Anlage an. Sie ist wirklich riesig und in vielen Szenen liebevoll umgesetzt. Eines kann ich den Freunden bestätigen, egal aus welcher Perspektive man diese Anlage betrachtet, es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Einfach toll.
Mit Schuld an den vielen blinkenden Fahrzeugen und beleuchteten Lampen trägt Gerd Nickel. Er sieht darin seine Leidenschaft und hat auch Spaß, Fahrzeuge mit diesen kleinen und fipsligen Dioden auszustatten. Hat er mir versichert. Hut ab, denn dazu braucht man Geduld und eine ruhige Hand. Womit ich wieder bei René Schube gelandet bin mit der Frage der ruhigen Hände bei den kleinen Loks in N. Die sollte schon ruhig sein oder man muss die Frequenz kennen, mit der man zittert. Dann geht's auch. So, das hätten wir dann auch geklärt. Bei der Steuerung der Anlage ist auch hier der Computer ein unbedingtes Muss. Ohne dem würde hier auf der Anlage nichts laufen. Schon wegen der Besonderheit, analog und digital auf einer Anlage zu fahren. Der Nachmittag hier im Club beim MEKB e.V. 1932 in Berlin-Schöneweide geht viel zu schnell zu Ende. Ich habe viel entdecken können und habe eine engagierte Mannschaft in Sachen Modellbahn kennengelernt. Vielleicht ist es ja auch das Geheimnis des Clubs, der immerhin schon auf... Der Nachmittag hier im Club beim MEKB e.V. 1932 in Berlin-Schöneweide geht viel zu schnell zu Ende. Ich habe viel entdecken können und habe eine engagierte Mannschaft in Sachen Modellbahn kennengelernt. Vielleicht ist es ja auch das Geheimnis des Clubs, der immerhin schon auf eine 84-jährige Clubgeschichte zurückblicken kann. Unsere kleine Bahn bringt das zweite Weihnachtspaket an den Bahnsteig und jetzt wird es wieder historisch. Ich fahre an den Stadtrand von Berlin, genauer gesagt nach Erkner. Hier hat der Verein Historische S-Bahn e.V. seinen Sitz. Da leider dieses Jahr aus technischen Gründen der vorgesehene ET-165 nicht als Weihnachtszug fahren kann, fahren wir eben zum Weihnachtszug nach Erkner. Das ist auch gleich die Gelegenheit, den Verein in unserer Sendung vorzustellen, um Wissenswertes zu erfahren und natürlich die S-Bahn-Schätze des Vereins vorzustellen. Okay, nicht alle, das würde den Zeitrahmen der Sendung sprengen. Aber zwei der Schätzchen habe ich im Visier. Ich habe mich deshalb mit Walid Schön und Christoph Schneider verabredet. Welcher Ort könnte nicht passender sein für unser Gespräch als im historischen Triebwagen der Baureihe 165? Der Zug, der eigentlich der Weihnachtszug 2016 sein sollte. Walid Schön erzählt, wie es begann mit dem Weihnachtszug. Der Verein Historische S-Bahn existiert seit 1991 und hat bis 2009 mit der S-Bahn Berlin GmbH zusammen den Weihnachtszug gefahren. Die S-Bahn Berlin GmbH hat das Eisenbahnbetriebliche organisiert, sich um die Fahrzeuginstandhaltung gekümmert, was den betrieblichen Teil anging. Und der Verein hat alles gemacht, was darüber hinaus zu machen war. Also den Zug geschmückt für die Kunden, die, ich sag mal, den Service geboten, den Stollenverkauf, den Weihnachtsmann mit Geschenken ausgerüstet, den Weihnachtsmann gestellt und also alles das, was am Ende tatsächlich dann die lächelnden Kinderaugen erzeugt hat. Dann kam ja bei der S-Bahn Berlin was dazwischen, die S-Bahn-Krise und das hat natürlich dann auch diese schönen Themen beendet. Genau wie den Weihnachtszug gab es dann auch den Panoramazug nicht mehr. Der letzte Weihnachtszug ist 2008 gefahren mit einem Besucherrekord damals von über 15.000 Fahrgästen innerhalb von 3 Wochen vom 1. bis zum 4. Advent. Und wie geht es nun weiter? Können die Berliner und Gäste sich dann auf einen Weihnachtszug 2017 freuen? Der Verein Historische S-Bahn ist seit April 2016 als Eisenbahnverkehrsunternehmen genehmigt, weil die Absprache mit der S-Bahn dahingehend
geführt worden sind, dass der Verein zukünftig den Weihnachtszug selber einsetzen wird. Die S-Bahn wird zwar weiter unterstützen, wird aber nicht mehr den Teil des Eisenbahnbetriebes verantwortlich übernehmen. Und deswegen hat der Verein vor, einen Halbzug der Bauart 1937, die vier Wagen sind also 1938 und 39 an die S-Bahn damals ausgeliefert worden. Diese vier Wagen sind gerade in der Untersuchung nach Eisenbahnbau- und Betriebsordnung, müssen also Eisenbahnfahrzeuge spätestens alle 8 Jahre regelmäßig wiederkehrend untersucht werden. Da sind wir dabei. Und weil das eben ja, für so einen Verein eine riesengroße Aufgabe ist, ist es leider so, dass wir unser ursprüngliches Ziel, wir wollten also schon 2012 wieder fahren, tatsächlich von Jahr zu Jahr aufschieben mussten. Es ist so, dass wir jetzt quasi die zeitlichen Horizonte besser einschätzen können. Und ich kann jetzt ganz stolz sagen, wir werden 2017 auch einen Weihnachtszug fahren. Definitiv mit diesen vier Wagen. Und das wird dann der Weihnachtszug sein, made by Verein Historische S-Bahn in Unterstützung mit S-Bahn Berlin GmbH, anderen DB-Werkstätten und nicht zu vergessen mit den Fahrzeugwerken Mirau-Straße. Diese Aussage wird vielen Fans wie Musik in den Ohren klingen. Meine nächste neugierige Frage zum Verein werde ich bei Christoph Schneider los. Der Arbeitsaufwand, historische Fahrzeuge zu erhalten, ist immens. Wie viel helfende Hände machen denn mit? Also wir haben derzeit eine ungefähre aktive Mitgliederanzahl von 30 bis 40 Mitgliedern, die also tatsächlich auch bei den regelmäßigen Arbeitseinsätzen an den Fahrzeugen mitarbeiten und an der Aufarbeitung beteiligt sind. Wir haben aber natürlich auch viele fördernde Mitglieder, die tatsächlich nur über einen Mitgliedsbeitrag unseren Verein unterstützen, weil eben auch gar nicht alle Mitglieder in Berlin wohnen. Wir haben auch in der Schweiz, in den Niederlanden haben wir überall Vereinsmitglieder, die sich für die Berliner S-Bahn interessieren, aber eben tatsächlich nur mit finanziellen Mitteln uns unterstützen können. Und demzufolge haben wir also insgesamt eine Mitgliederzahl, die so 170, 180 beträgt. Jetzt wartet auf mich und natürlich auch für Sie zu Hause am Bildschirm ein besonderes Ereignis. Eine kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände mit dem ET-165. Ein Soundschmaus der Extraklasse. Wir drehen bei geöffneter Bodenplatte mit Blick auf den Motor. Anschließend fahren wir am Führerstand zurück in die Abstellhalle. Und hier stehen zwei Züge, die ich besonders im Auge habe. Seit Sommer dieses Jahres ist hier der legendäre Panoramazug abgestellt. Durch den Umbau von Wagen der Baureihe ET-167 entstand dieses Berliner S-Bahn-Unikat. Die Panoramabahn fällt durch ihre Fenster ins Auge, die bis an das Dach hineingezogen sind und dadurch einen großartigen Ausblick zulassen. Die Innenausstattung wurde modern gestaltet und durch eine Multimedia-Anlage ergänzt, sodass eine Fahrt mit höchstem Komfort genossen werden kann. Am 3. November 2004 fuhren die englische Königin Elisabeth II. Und ihr Ehemann, seine königliche Hoheit,
Prinz Philipp, Herzog von Edinburg, mit dem gläsernen Zug und erlebten Berlins einzigartiges Panorama. Ich weiß, dass viele Freunde sich wünschen, dass er bald wieder auf den Gleisen der Hauptstadt unterwegs ist. Wann das soweit ist, steht noch ein bisschen in den Sternen. Ich begebe mich jetzt mit erhabenem Schritt zu der Sitzreihe und den Sessel, auf denen die Queen bei ihrem Berlin-Besuch gesessen hat. Einmal dem Volk königlich zuwinken dürfen. Was für ein Gefühl. Na gut, Spaß beiseite. Ich sehe mich weiter in der Halle um. Der Viertelzug 3662 und 6121, vormals 275, 815, 816, Baujahr 1929, wurde Ende der 80er Jahre von der Reichsbahn als Ergänzung für den ersten Museumszug der Bauart Stadtbahn Wagen 2303 5447 zum Museumszug umgebaut und im April 1990 so in Dienst gestellt. Nach dem Fristablauf im Jahr 2006 wurde der Viertelzug abgestellt. Die Inneneinrichtung der zweiten Klasse ist sehr edel und nicht gerade stadtbahnmäßig, wie man es sonst so kennt, und fällt aus dem Rahmen. So nobel konnte man auch reisen, getrennt in Raucher und Nichtraucher. Die dritte Klasse gab es auch, bekannt unter dem Namen Holzklasse. Apropos Holzklasse, die kam übrigens am 7. November 2014 zu besonderen Ehren, als Filmstar Tom Hanks auch ein paar Meter mit diesem Zug mitfuhr. Seit diesem Tag hat der Viertelzug den Spitznamen Hanksviertel. In der Halle warten noch weitere aus jüngerer Vergangenheit bekannte Fahrzeuge auf Wiederaufarbeitung. Leider reicht die Sendezeit nicht aus, alle Fahrzeuge des Vereins vorzustellen. Machen wir noch, versprochen. Vielleicht konnte ich aber Ihr Interesse wecken, liebe Zuschauer, eventuell selbst hier mitzuarbeiten oder auch mit Spenden den Verein zu unterstützen, die vielen Schätze zu erhalten. Der Beitrag endet mit einer Einladung und ich glaube, dass diese nicht nur wir annehmen werden. Wir laden Sie gerne ein, wir laden alle anderen gerne ein, dabei zu sein, wenn wir dann im Jahr 2017 den Weihnachtszug nach mehrjähriger Pause endlich wieder auf die Schiene stellen und durch Berlin mit dem Weihnachtsmann fahren und kleine Kinderaugen zum großen Leuchten bringen. Dann freuen wir uns auf nächstes Jahr. Ich verabschiede und bedanke mich bei meinen Gastgebern für die interessanten Einblicke mit dem Vorsatz, das war ganz bestimmt nicht der letzte Besuch beim Verein Historischer S-Bahn e.V. Ja, nach dem Öffnen des zweiten Fensters, liebe Zuschauer, ist auch der erste Teil dieser Sendung vorbei. Und seien Sie gespannt auf den zweiten Teil der Sendung.